Ey, yo, yo, yo! Yo, er läuft weiter, like a juicy flow. Ey, yo, yo, yo! Soll ich dich mitnehmen? Boah, Bruder, bist du ein Ehrenmann, Alter. April, April. Fuck you. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt, die Muffin aufmischen. Mit oder ohne Bilal? Ja, ohne. Ich will wissen, wie die reagieren. Ich will wissen, ob das reale Muffin sind. Was haben die oben an der Villa gesagt? Woher kommen die? Wer? Bei dem Pool. Oh, warte mal. Ich rufe jetzt erstmal Dings an, sag dem Bescheid, dass jetzt gleich bei dem Knall, dass die da keinen Stress schieben. Jo, zieht mal eure Masken an. Wir gehen jetzt gleich bei der Mafia Stress, Mann. Ich will wissen, wie die reagieren. So heißt das, ich brauche gar keine. Ihr haltet alle die Schnauze. Hast du eine Maske oder hast du keine Maske? Nee, hab ich nicht. Nein, ich leg ihm einen ins Auto. Ich hab noch einen. Komm her, nimm dir aus dem Kofferraum eine. Den Dachdeckers haben mir alles geklaut. Meine Maske ist mein Bike. Ja, hier, ich geb dir auch eine. Ja, krass, Mann. Hier hast du noch eine Maske. Nimm diese. Kannst du mal wieder aufschließen? Ich glaube, wir haben alle keine Masken bei uns, oder? Na, warte mal. Wo habt ihr denn die Masken hingemacht? Die waren gestern nicht da. Ich hatte keine Maske. Yo, what up? Ah, sorry, Kobi. Schieß los, was Sache? Nicht wundern, könnte gleich mal ein bisschen knallen bei euch in der Nachbarschaft, ja? Bei uns in der Nachbarschaft geht's knallen. Okay, bei wem dann? Ja, shit, wir gucken mal bei euren Mafia-Kollegen da in der Hood, ja? Ich hab ein bisschen. Naja, was haben die gemacht? Nix, wir wollen mal wissen, wie die agieren. Shit. Okay, wollt einfach nur ein bisschen Trouble machen, mal ein bisschen Maske. Yeah, right. Ich will mal gucken, wie die reagieren, Bruder. Okay. Passt auf eure Nachschau. Yeah, alles cool. Noch eine Maske? Okay, alles klar. Ich sag mal, nimm's bisschen. Wenn keine mehr im Auto ist, dann nicht. Okay, peace. Bisschen ist mehr frech. Habt ihr noch eine Maske bei euch oder soll ich jemanden holen gehen? Ich hab keine mehr. Ich hab meine gerade abgegeben, ha? Doch, hier. Ja, welche Farbe? Weiß. Hier, yeah, leg das rein. Ja, wo ist die ich reingelegt hab? Na, hier nimm dir das Bandana mal. Ich glaub, wir müssen einmal Ammunition. Wieso, hast du keine Knarre? Nee, ich glaub, hier hat irgendwer hat auch noch keine hier. Habt ihr Money? Ja. Hier, yeah, dann let's go. Ich fahr schon mal in die Straße, ihr wisst, wo Bilal ist, ha? Ja. Ich guck mal, wo da, wer alles da ist und wie viele und so ein Shit. Kofferraum zu. Guck mal auf die ganzen Grundstücke hier. Links waren wir doch gestern schon, ne? Die. Nicht weglaufen, bleibt stehen, sonst seid ihr tot. Macht die scheiß Hände hoch, alle. Macht die Hände hoch, Motherfuckers.
Stellt euch vor die Garage, funkt hier jemand, seid ihr tot. You got it? Vor die Garage. Ahnung. Schönen guten Tag, die Gentlemen. Und wunderschön. Uns ist so angekommen, dass ihr snitcht, ja? Dass ihr kleine 31er seid, die mit Cops reden. Okay. Alles klar, wir sind gerade selber am klären, wer hier mit den Cops redet. Ja. Amigo. Da haben wir wohl dieselbe Problem wie ihr. Ihr habt dieselbe Problem wie wir? Si. Wer ist der Don von euch? Si. Der ist nicht leider da. Nicht da. Leider nicht da. Zumal ich gar keine Don habe. Aber ich als Zweithöchster kann wahrscheinlich der mit ihr reden. Ja, dann macht die Hände runter, for respect, komm vor und rede. Die anderen bleiben an der Wand. Wie gesagt, hören wir jemanden funken, dann ist vorbei hier. Nein, alles gut. Yeah. Also, du sagst, also es geht um diese Sache, wie uns ist das auch schon zu Ohren gekommen, dass angeblich anscheinend von uns irgendjemand mit den Coppers geredet hat. Yeah, mit den Coppers, right. Genau, und uns ist das auch zu Ohren gekommen und deswegen sind wir auch dabei, das zu klären, das auch rauszufinden. Weil wir haben natürlich den einen oder anderen neuen bei uns mit aufgenommen. Und wer weiß, ob das nur irgendwelche gezinkten Idioten sind, faules Fleisch, wie ich immer gerne so sage. Je, ihr könnt euch vorstellen, wir sind darüber nicht begeistert, ja? Wenn ihr so eine Scheiße hört. Dass hier irgendjemand mit den Cops redet. Ich meine, ihr seid eine Organisation, was seid ihr? Eine Mafia, right? Ich gehöre noch nicht mal zu denen, aber auch egal. Je, wenn ihr eine fucking Mafia seid, dann muss der Shit anders laufen, Mann. Und wenn wir dann hören, bei euch wird gesnitcht in den Reihen, Bro. Kommst du her? Wir sind von der Straße. Ist das eine Vermutung oder ist das eine Tatsache? Woher muss ja die Information kommen, dass es angeblich von uns gewesen sein soll? Du weißt, die Stadt redet viel. Ihr seid nicht die Ersten, die wir besuchen und auch nicht die Letzten. Und wir werden rausfinden, wer gesnitcht hat. Ja, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass irgendeiner geredet haben muss. Aber ich weiß auch nicht. Also bei uns ist es auch zu Ohren gekommen, dass es angeblich einer von uns sein soll. Deswegen sind wir auch ein bisschen daran interessiert, natürlich, wer das gewesen sein soll. Weil wir sind eigentlich sehr sauber. Weil wir hatten ja auch jemanden, der da oben gewesen ist, der anscheinend für beide gearbeitet hat. Der war ja für uns zuständig und für den Herrn Bilal da oben. Und den hat er uns ausgeliefert und wir haben die Sache auch geklärt, dass er nichts mehr von den beiden machen kann. Dieser Bilal snitcht, oder was? Nein, der snitcht nicht. Aber bei uns war jemand in der Organisation, der für uns und gleichzeitig für Herrn Bilal gearbeitet hat, das meine ich. Und um den wurde sich ja gekümmert. Hooray. So, Gentlemen, wir machen jetzt folgendes. Ihr hört mir genau zu, tanzt jemand aus der Reihe, müssen wir euch leider wehtun. Habt ihr's? Alles gut. Ihr reiht euch jetzt auf und bewegt euch in Richtung von Herr Bieleits Anwesen. Sollt ihr mal versuchen wegzulaufen oder irgendeine andere Scheiße abziehen, haben wir ein Riesenproblem. Alright, Gentlemen? Wir können aber auch so da hochgehen, ihr müsst doch nicht unbedingt mit Waffen hinter uns stehen. Wenn ihr die Cops vorbei... Hey, shut the fuck up, boy! Alles klar. Ihr hört, wir reden und geben Anweisungen. Bewegung. Mein Costa, grad mitkommen. Was ist hier los? Ah, komm. Jungs, was ist hier jetzt schon wieder los, Mann? Bewegung, halt die Schnauze. Im Endeffekt sind wir doch alle am gleichen interessiert, also verstehe ich gar nicht, warum ihr denn direkt so aggressiv hier runterkommt. Jungs, wollt ihr mich gerade verarschen, oder was? Shut the fuck up, boy! Ja, wir werden es gleich klären. Ohne Witz, Mann, ne? Noch sind wir freundlich zu euch. Ihr entscheidet selbst. Ja, ich kann mal ganz kurz aufgeklären werden, was hier los ist. Erklären wir dir gleich. Reih dich bei den anderen ein. Geh auf den Gehweg. Wir wollen ja nicht, dass du überfahren wirst, ha? Hör dir was los. Super. Wer hat geredet? Super. So, Gentlemen. Nicht über den Rasen laufen. Nicht über den Rasen laufen, ja? Schön zusammenbleiben. So, einmal an der Wand aufstellen hier rechts.
Guten Tag, Ladies and Gentlemen. Einen wunderschönen Tag. Was ja, erhält uns den Besuch? So, was, ja, ich will jetzt mal wissen, was hier los ist, Mann. So, ich klär dich jetzt auf, Mann. Ja. Uns ist so angekommen, dass hier geredet wird mit Cops, Mann. Das läuft hier nicht. Ich hab gehört, ihr, hör mir zu, lass mich zu Ende reden. Ich hab gehört, ihr seid eine fucking Mafia. Und wenn solche Gerüchte dann entstehen, frage ich mich, warum ihr euch nicht um die Scheiße selber kümmert. Die Snitch zu finden. Und das ein bisschen schneller als gestern. Ja, also, ganz kurz unterbrechen. Also, wir und bei unserer Mafia sind uns derzeit ein paar Leute untergegangen, ja? Die haben uns verlassen. Kann das sein, dass sie geredet haben? Und außerdem haben wir uns eigentlich schon vorgenommen. Also einer sollte gar nicht mehr unter uns existieren. Deswegen frage ich mich gerade, wer von uns geredet hat. Yeah, wait. Eben. Und jetzt habe ich eine Frage. Wait, jetzt habe ich eine Frage. So, ihr habt einen entsorgt, der anscheinend mit den Cops geredet hat, right? Das war gerade deine Info. Okay. Dann frage ich mich aber, warum der Informationsfluss unter den Mafien nicht geregelt ist. Dass der Herr Don Bilal auch Bescheid darüber weiß, wer die Snitch ist und von diesem Herrn Abstand halten kann. Naja, ich kann, warte mal ganz kurz, ja. Ich kann dir dazu gar nichts sagen. Ich war das Wochenende im Urlaub. Das heißt, ich habe von gar keine Ahnung. Ich bin gerade erst wiedergekommen. Ja, mein Flieger kam erst gerade wieder hierher. Ja, da muss aber dir euch irgendeiner das zweite sagen haben. Ja, ich, keine Ahnung, ich bin nicht mal der Don. Ich bin nicht mal irgendein Höherrangiger oder so. Ja, ich bin im Knast gekommen, Alter, weil an einem Tag irgendeiner gesnitcht hat. Seit wann redet denn hier irgendeiner von der Mafia mit den Kopf, Alter? Ich kann dir das nicht sagen. Ich war selber mit dem Knast. Wir sind alle zusammen dahin gefahren. Wo ist denn unser Don? Das waren wir nicht. Wait a second. Das waren die Nachbarn unten drunter, Mann. Wir haben nicht, Gentlemen. An diesem Tag war das nicht von uns. Wir waren doch alle an dem Abend, saßen oder standen. Yo! Wir wurden doch Gentlemen. Mitgenommen. Shut the fuck up. Doch mal ganz kurz. Lass ihn das mal ausreden jetzt. Komm mal mit. Bilal, komm mal kurz mit. Gewesen. Also ja, kann es von uns da gar keiner gewesen sein. Ja gut, dann Jungs, halt Alter, weg. Ohne Witz, ja, jetzt halt jetzt mal kurz den Knauze, Mann. Und pack dein Handy wieder weg. Wir sind auf meinem Grundstück. Hast du verstanden? Es interessiert mich in so, nimm dir die Affen und geh am besten mal hinten hin und klär das mit denen. Don, das ist aber das, was ich zu dir gesagt habe. Wir sichern alles. Das waren die Nachbarn von unten drunter, nicht die. Nein, die haben aber auch Snitches in den Reihen. Wollte ich gerade sagen, die könnten auch Snitches da drin haben. Ganz ehrlich, vielleicht mal so ein aggressives Statement gar nicht mal so schlecht machen. Also, bevor ich auf dem Boden lag, habe ich noch gehört, wie dieser Don von denen, mit denen ich letztes Mal schon gesprochen habe, als wir den einen da entsorgt hatten, wie der noch mit den Cops geredet hatte. Und also versucht hat, das zu klären. Also der hatte wirklich gesagt, irgendwie, du hättest Unterschlupf auf deren Grundstück gesucht und hatte das eigentlich so gedreht, dass die dir nichts machen. Nur die anderen Herrschaften kurz, von unten, das waren die, die auch mit dem Helikopter gesprochen haben. So, ich lass meine Leute verteilen, ihr klärt den Scheiß. Ich hab den Statement gesetzt, machen die Faxen, muss dem Weh getan werden, sagt uns Bescheid. Alles klar. Verteilt euch. Verteilt euch. Ich will euch überall sehen. Überall. Ihr direkt alle für die Scheiße verurteilt werden, dass irgendeiner anscheinend Stopp, hallo. Was, wer bist du denn jetzt? Wieso stehst du hier mit der Lady? Ach, die fühlt sich etwas ungerecht behandelt, weil die nicht dazugehört. Wie ist das? Du gehörst nicht zu denen. Amigo, mein Mann und ich gehöre nicht zu denen. Wer ist dein Mann? Pablo. Und es ist so, dass über alle Parteien hier bei der Polizei Scheiße erzählt wird. Seh? Über alle. Ich habe gerade, ich bin eben aufgestanden, habe einen Anruf bekommen. Vor zwei Tagen war eine Attentat auf mich mit einem Messer von einem Typen, der hier abgestiftet ist von der Mafia. Da war zwei Häuser weiter. Sein Name ist Kuba und wer weiß, ob er hat gesagt, hier vorweg ficken und so etwas. Wer weiß, ob der nicht hier diese ganze Unruhe stiftet. Denn alle Leute, die hier sind, alle Parteien, über die wurde Scheiße erzählt. Okay. Ich glaube, das ist hier gerade so eine Sache, um die Leute gegeneinander auszuspielen. So, wo ist dein Typ? Er ist hinten, glaube ich. Dann geh den holen. Komm, wir gehen den holen, dann dürft ihr gehen. Ihr habt mit der Scheiße hier nichts zu tun. Seid ihr auch irgendwie Mafia oder so ein Shit oder ganz normale Zivilisten? Was denn? Nee, die spielen Bonnie und Clyde bei der Polizei mehr und nicht. Danke, gehört auch zu dem. Ja, schon dabei bleiben, so ist es nicht, aber ich möchte euch mal sagen, dass ich der Meinung bin, dass hier gerade ausgespielt wird. Mit der Lederjacke meinst du? Ja, die beiden. Das gegen mich gesnitcht wurde. So, und das aus euren Reihen gewesen sein soll. Das ist Pablo.
Außerdem habe ich mitbekommen, dass ihr einem Jack, Don Jack, der scheinbar noch eins tiefer wohnt, mitgeteilt habt, dass wir gesagt haben, komm, Lady, dass die aktuellen Boilers nicht straßenwürdig sind. Und hab denen das gesteckt. Du bist Pablo mit dem Zopf. Ja, Amigo, was gibt's denn? Ihr zwei seid frei, ihr dürft gehen, ihr habt mit der Scheiße hier nichts zu tun. Kann ich meinen einen Kollegen mitnehmen, der heute mit auch nichts zu tun hat? Das ist der mit der Weste im Braun, der auch da stand, wo ich stand. Geh den holen. Okay. Nein, nicht du. Einer von uns geht den holen. Wen? Braune Weste, wie heißt er? Braune Weste. Der heißt Jack. Jack. Alright. So, mitkommen. Mach dein scheiß Telefon weg. Aber Amigo, kannst dir sicher sein, hier wird von ganz anderer Seite gespielt. So. Ausweis einmal geben, Lady. Oh. Uno momento, ich muss in meine Handtasche wühlen. Der Gentleman, du kannst auch schon mal deinen Ausweis suchen. Alright. Pablo Givira und dir Givira, right? Hey. Ja. Okay, wir wissen jetzt, wie ihr aussieht, wir wissen eure Namen. Solltet ihr quatschen bei den Bullen, kommt irgendwas raus, erscheinen hier gleich Streifenwagen oder irgendein anderer Scheiß, dann seid euch sicher, wir werden euch finden. Oh, Amigo, du brauchst dir keine Gedanken machen, dass wir irgendetwas mit die Cobas zu tun haben. So, der dritte auch deinen Ausweis. John Wick, alright, hier John Wick. Gewiere, hier habt ihr eure Ausweise zurück. Jetzt in diese Richtung. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Leo, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und machen Sie sich Gedanken über die Leute, die wirklich hier irgendein Zeit haben. Quatsch mich nicht voll und verpiss dich. Ich bin aber zu viel. Auf jetzt. Das war der schwarze Mann. Scheiße. John Wick. Fuck. Verteilt euch mal auf die anderen Grundstücke, nicht so viele hier auf dem Grundstück, zu viel Aufsehen, ne? Geht mal darüber ein paar, darüber, überall mal. What up, dog? Davon. Hab ich euch überrascht, ne? Du hast den Abend auf jeden Fall etwas interessanter gemacht. Hier, die ersten Kanicke, ich dachte mir, die standen da alle so schön, Mann. Da muss ich mal zuschnappen, Mann. Givira hießen die Motherfucker, die wir gerade gehen lassen haben. Und John Wick. Ja, ich denke, mehr ein bisschen, ja, John Wick. Merkt euch das, falls sie snitchen, falls sie gleich Bullen auftauchen oder so ein Scheiß, sind die drei verantwortlich. Ja. Ja, deswegen bin ich nach vorne gekommen. Du siehst, wie immer professionell am Arbeiten, ne? Gut. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Ich höre, dass einer verrötet. Ich komme höchstpersönlich, allein wenn es sein muss, komme ich runter in euren Viertel rein. Ich müsste nur 50 Meter laufen. Ich stecke meinen Fußnagel so weit in dein Arschloch rein, bis du auf dem Mond landest. Das ist verstanden. Das Problem ist aber, bei manchen Leuten gefällt das hier. Ja, ist mir scheißegal, wenn es gefällt oder nicht. Am Ende bleibst du am Mond allein. Also, wenn ich höre, ihr seid es, ich nehme euch auseinander. Wenn nicht, dann alles gut. Ruf mich an, wir trinken Tee, alles klar. Ja, das ist gut. Passt. Ja, von uns musst du hier. Weil bei Verrätern verstehen wir einfach keinen Spaß, Mann. Weil, weißt du, was ich meine? Ich war richtig lange im Knast drin, meine Jungs auch, Mann. Hier, wir hören von Razzien, wir hören nur noch, dass die ganze Stadt hier am Snitchen ist. Ja, wenn wir das du, nicht. Wir waren doch auch so. Yo, what up, Dog? Und im Endeffekt. Yo, what up, Dog? Yo, was geht ab, Holmes? Wir sind oben bei der Villa von Bila. Ja, alles klar, Mann. Kommst du hin? Ja, ich bin in 10 Sekunden da. Alles klar, bis gleich, Peace. Ja, das ist korrekt. Im Endeffekt ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass wir nicht hier so eine Scheiße stehen, oder? Ich ja, das Gespräch mal, hat sich dann, glaube ich, auch jetzt hier ausgesprochen. Ja, wie gesagt, wenn der Don da ist, dann sage ich ihm schon Bescheid. Also ich sag, ich weiß nicht deinen Namen, aber ich nenne dich aber auch Don.
Sag ich dir einmal Bescheid, ja. Wie gesagt, ich weiß von gar nichts, ich komme schon wieder hierher und hier ist schon wieder Stress, ja. Ja, sollte auch in eurem Interesse sein, dass euer Don das klärt, Mann. Ja, auch okay. Drei Tagen hier steht in der Luft, dass hier irgendwo Verräter sind, die gesnitcht wird und mit Kopf geredet wird. Nee, das wir geht gar nicht, halt irgendwann. Nee, gut, sollte halt wie gesagt auch in eurem Interesse sein. Wir müssen irgendwie zusammen hier... Eine okay. Was ist da los, ist Alter? Ihr könnt... Ihr geht am besten, nee, geht. Ja, die... Macht's gut. Ganz unten wird geschossen. Ich weiß nicht, hier waren gerade welche. Welcher Hund schießt hier rum? Jo, das war nichts für uns, das war irgendwas anderes. Ja, irgendwas, ich keine sagen. Ahnung. Ja, dann verteilt euch wieder. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Hallo? Ja, ihr dürft ja gehen. Japaner, Samurai. Du darfst gehen. Was? Du darfst gehen. Bingo Sasu! Okay, wo ist Kobe? Hier. Hier, Bruder. Kobe, also pass auf. Wir hatten hier richtig Eier flattern. Also, die sagen jetzt ihrem Don Bescheid. Der Don war angeblich nicht da gewesen. Ich habe den ganz klar gemacht mit Verrätern. Fackeln wir nicht lang. Der Don soll sofort mich anrufen, wenn er da ist. Ich will sofort ein Treffen haben, wenn er da ist. Und wir, die kümmern sich nicht um die Scheiße. Das sollte auch in deren Interesse sein. Ansonsten kümmern wir uns um die. Nee, yeah, das haben wir denen auch gesagt, Mann. Ja, und wir müssen hier echt langsam die Scheiße aufräumen. Ich habe denen gesagt, besser wir arbeiten zusammen und fangen an, hier Los Santos wieder zu dem zu machen, was es gehört, und nicht, dass jeder zweite Idiot sich irgendwie Don nennt. Yeah, right. Ja, die haben dem erstmal zugestimmt. Aber das Hauptproblem sind scheinbar die Leute ganz unten. Das sind die Snitcher. Ein Jack irgendwas. Wo? Wo wohnen die? Ich kann kurz was sagen. Ja, Momo, schieß mal los. Den Jake meint, das ist der, den ich meinte, der dich anleiten will. Ja, richtig, weiß ich, wir wissen, dass wir denselben meinen. Der ist nicht unten, der ist hier irgendwo in den Rockport oder Weinmotils auch. Ja, wo denn? Der ist auch zwei Häuser weiter unten oder nicht? Oder drei? Oder nein, der verwechselt das, keine Ahnung. Der verwechselt das? Ja, wir müssen gleich diesen rufen und den Plan, den wir eigentlich machen wollten, weißt du? Dass ich sage, ja, ich hab Bock jetzt auf die Mafia, weißt du? Und, ja, wir stellen ihm eine Falle. Ja. So. Gut. Ja, yeah, aber die haben ganz schön kooperiert eigentlich, Mann. Ja, richtig. Das haben die gemacht, Mann. Ich muss zwar ein paar Mal sagen, die sollen jetzt die Fresse halten, weil sie angefangen haben zu diskutieren, Motherfucker. Die haben den Ernst der Lage nicht erkannt, ha? Ja, das raffen die noch nicht. Ich glaube, das Wort Don und wer vor denen steht und wie sowas muss man den Leuten nach und nach beibringen. Ich glaube, aufgrund dessen, wie das hier in Los Santos läuft, rafft sowas niemand mehr hier einfach so. Aber wie es ist, wie du, die haben immerhin kooperiert, soweit. War schon mal okay, war in Ordnung. So, letzte Sache, bevor wir wieder abhauen, weitere Opfer suchen hier. Die drei, die wir rausgepickt haben, hast du vielleicht mitbekommen. Wir haben drei Leute rausgenommen, haben die gehen lassen. Waren irgendwelche Zivilisten. Aber wir haben die Ausweise genommen, damit wir wissen, wie die heißen, wo die wohnen und wie die aussehen, wissen wir sowieso. Also, heißt, wenn da irgendwie Trouble mit Bullen kommt, waren es die drei, die gesungen haben. Gavira. Okay, Gavira und John Wick. Gavira und John Wick.